Willkommen beim großen Programm König sucht Braut. Eine Gesangssendung. Damals im Mittelalter, ihr seid dabei. Wunderbar, grüßen alle lauten Schläger und Bänkelsänger und alle Leute, oder zumindest an die Leute, die bei Festessen dabei sind und die das gebratene Geflügel in sich reinstopfen. Wir brauchen einen König. Ein König mit einer Frau. Wir haben nur einen König ohne Frau. Und jetzt suchen wir einen, der auch wirklich Kinderlein in die Welt setzt, damit den Fortbestand unseres Königreichs hier sichert. Da schauen wir mal hier. Das heißt, wir hatten eben, ich frage nochmal den Twitch-Chat, weil die kann ich gerade live fragen, Ausschau gehalten nach diversen, vielversprechenden jungen Frauen, also Mädchen waren es ja noch, in ausländischen Königreichen. Es waren ein paar Kinder dabei. Wir könnten mal nachschauen gehen, ob die mittlerweile alt genug sind. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wisst ihr noch, wo das war? In welchen Ländern die vielversprechendsten, damals noch sehr jungen, zu jungen Prinzessinnen da waren? Das war, glaube ich, wo war das nochmal überall? In Lothringen hatten wir doch. Lothringen wollte nicht. Wo war das nochmal? Wir wollten Wirtschaft und Militär haben, grün und rot. Wo war denn das nochmal? Wisst ihr noch? Lothringen, Frankreich, Luxemburg. Prinzessin Irmintrud, ja, die hatte zweimal Wirtschaft. Das war okay. Ich hätte gerne noch das Maximum an Militär. Wirtschaft fände ich eigentlich noch cooler. Aber das können wir machen hier. Was kam denn sonst noch in Frage? Das ist die Legende. Wir brauchen was, was pink schraffiert ist. Entschuldigt bitte das Geschlechterklischee hier. Frankreich war eine Option. Da ist sie. Das war sie. Prinzessin Marguerite. Das, genau. Sie ist mittlerweile jung. Zweikampf, einmal Wirtschaft. Ach so, der wollte so viel Geld von uns haben. Wir suchen mal. Wir haben ja im Augenblick einen Alt, der macht keine Heirat. Wenn die Könige alt sind, sollten sie eigentlich erst recht dafür sorgen, dass nach ihnen alles sicher klappt, aber wenn die alt sind, machen die in der Regel nichts mehr. Da kommen wir zu spät leider. Das wird nicht klappen. Lothringen, wenn wir die Holländer angreifen, Feinde Holland. Ja, Zangenangriff von zwei Seiten, weil die Holländer müssen uns nachher schnappen. Und wir ganz Großbritannien bekommen. Vier Prinzessinnen. Der König ist noch jung. Oh lala. Wir könnten uns holen Irmengard. Hier, die wollten wir haben. Prinzessin Isabeau. Die brachte uns die automatische Gegenspionage auf ein Top-Niveau, aufs Maximum. Dass bei uns nicht so gut Intrigen gesponnen werden können. Das war mir auch wichtiger als alles andere. Dann schalten wir den Zufallsfaktor bei Spionageangriffen ein bisschen aus. Das fände ich eigentlich cool. Die Prinzessin Isabeau, die sorgfältige religiöse Bücher und Schriften studiert. Leider nicht. Leider nicht. Wir könnten, obwohl wir es nicht nutzen, ein Handelsabkommen machen. Wisst ihr warum? Weil das unsere Beziehung verbessert und vor allem, weil das die Meinung der Kaufleute verbessert über uns. Diesmal auch lieber -3. Das fände ich nicht schlecht. Wir könnten also einfach so ein Handelsabkommen mal machen. Selbst das nicht. Dann wird es einen Nicht-Angriffspakt wenigstens geben. Wir sind die stärkste Macht. Also mit uns sollte eigentlich jeder einen Nicht-Angriffspakt machen wollen. Allein schon, weil damit man nicht mehr Angst haben muss. 2,5 dafür. Komm, das ist fast schon ein Casus Belli hier. Das ist ja echt frech hier. Was haben wir sonst für Optionen? In Norwegen, der König ist erwachsen. Eine Prinzessin, die noch Kind ist. Und das ist ein Junge. Das wollen wir nicht. Dann schauen wir noch mal. Aragonien hat Krieg mit den Franzosen, da habe ich keinen Bock drauf. Kastilien hat auch Krieg mit den Franzosen, will ich mich ja gut stellen. Die Champagne, Feinde Holland, sehr sympathisch.
Der ist, die sind schon verheiratet. Ach so, da ist auch, das ist auch gar nicht schraffiert. Das geht gar nicht. Deutschland. Ja, die haben Kriege mit viel, mit ganz vielen Kleinstreichen. Krieg und mit dem mächtigen Ungarn und mit Bayern. Zwei großen Königreichen. Das ist irgendwie nicht so cool. Sachsen hat mit niemandem Krieg. Ist auch nicht schraffiert. Böhmen ist winzig klein. Hatte gleich vier Kriege an der Backe. Da wird man nur in Kriege reingeführt. Nee, danke. Schwaben ist winzig klein. Auch drei Kriege, dass sie mit allen immer Zoris haben. Galizien. Mit niemandem verfeindet. Die Almoraviden, unser bester Handelspartner, gilt als Feind. Miniland. Haufenweise. Alles Kinder hier noch. Jugendlich. Hey! Prinzessin Marina. Sensationell. Militär bei uns danach auf dem Maximum. Und Wirtschaft auch. Wir haben vier Militär im Augenblick. Der König von fünf möglichen. Das sind die Geschicke. Die Geschicke der möglichen Königin werden hinzuaddiert. Bis auf fünf hätten wir das Maximum dann bei Wirtschaft und beim Militär. Vielleicht klappt das ja. Prinzessin Marina. Daumen drücken. Unser Volk wird diese Hochzeit nicht gutheißen. Aragonien hat mit Frankreich Krieg. Immer, naja, trotzdem. Was haben die denn für Leute hier? Prinzessin Constanza. Diplomatie beim Maximum, ein bisschen Religion, ach, ich weiß nicht, das hat mich alles nicht so vom Hocker. Bayern, das ist zu weit weg. Burgund, die haben uns noch nicht angeschaut. Haben mit niemandem Krieg. Olala, Prinzessin Helvida, danach hätten wir die Wirtschaft auf dem Maximum. Da hätten wir das Militär, die ist verheiratet. Prinzessin Mariette, danach hätten wir Militär und Gegenspionage auf dem Maximum. Wir versuchen es mal bei Prinzessin Mariette. Daumen drücken, Leute. Mach ich. Na, mach ich. Das ist okay. 2,5, kein Ding. Deshalb plündern wir uns wieder. Wir haben eine Traumkönigin. Die sorgt dafür, dass wir bei allen fünf Eigenschaften unseres Herrschers, bei zweien von denen aufs Maximum kommen, beim Militär und bei Spionage. Und Spionage, ihr seht es im Tooltip, führt unter anderem, steigert vor allem die Spionageverteidigung. Also damit, dass wenn fremde Reiche bei uns hinkommen, um Unruhe stiften können, dass wir eher deren Spione schnappen und so. Unbedingt. Ja. Leute, ihr habt es mitbekommen, aus Liebe, nicht aus Kalkül, nicht aus billigen politischen Erwägungen raus. Das würde ich niemals machen. Schubsen wir die beiden, König Peres und Prinzessin Mariette, in diese Traumhochzeit hinein. Ja, weil die sich gesehen haben. Die haben sich gar nicht gesehen. Damals wurde noch nicht im ist man nicht im Urlaub schnell für eine Woche nach Dubai geflogen oder irgendwo hin. Also die haben sich nicht gesehen, aber König Peres hat ein Porträt, ein kleines handgemaltes Porträt von sich. Okay, damals war die Porträtkunst nicht so cool, aber es waren mehr als fünf Striche. Es sah so aus wie das Haus des Nikolaus, nur in menschlich halt. Dieses Porträt von ihm hat er einem Boten, einem Mönch, in die Hand gedrückt. Der ist dann ein Jahr lang gereist, kam dann vor Ort an in Burgund, hat dann dieses Porträt überreicht, zugesteckt. Prinzessin Mariette, sie hat das gesehen, hat sich gedacht, oh ja, dieses Strichmännchen, ich bin so verballert rein, ich setze meinen König unter Druck, meinen Herrn Papa, den will ich heiraten. Das ist das schönste Strichmännchen der Welt. Und gleich kommt bei der Hochzeit der große, große feierliche Augenblick, wo sie das erste Mal das Strichmännchen sieht, König Peres, und dann die beiden miteinander vergleichen kann und dann feststellen kann, ja, ist er wirklich so gärtenschlank wie das Strichmännchen hier? Oh, doch nicht. Hat ein Bäuchlein zum Beispiel. Ne? Das machen wir. Nehmen wir an. Eine großartige königliche Hochzeit hat stattgefunden. Ja. Bin begeistert. Oh.
von allen, die Deutschen melden sich. Aus allen möglichen königlichen Hochzeiten habt ihr die schlechteste gewählt. Der Burgunder ist hässlich, dumm und der schlechteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Deutschland hasst uns. Königin Peris hat Mariette geheiratet. Schaut mal oben rein. Ah, da können wir es doch nicht sehen, aber hier können wir es sehen. Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Und diese Familie. Werte, ich bin noch im Pausenmodus, ich gehe mal kurz raus. Jetzt müssten eigentlich die Königreichwerte irgendwo addiert werden. Das müsste uns irgendwo angezeigt werden. Irgendwo müssen das, also die werden halt alle auf jeden Fall zusammen addiert. Irgendwo hat man doch so eine Übersicht. Wo sieht man das denn? Vielleicht kommt das noch. Die Welt steht euch zur Verfügung. Hier vorne schlagen wir alles nieder. Ja, ein bisschen online gedatet haben wir hier. Hier wird geplündert. Da wird geplündert. Da wird die auch für Ordnung gesorgt. Ja, das weiß ich ja. Unsere gnadenlosen Armeen haben eine feindliche Siedlung niedergebrannt. Wir haben eine Mine geplündert, bekommen noch mehr Geld und Vorräte. Die Engländer mögen das nicht, das ist menschlich nachvollziehbar. Das war hier vorne, ne? Jetzt können wir hier noch eine Burg niederbrennen. Mein Herr. Das dauert lange. Das hier schaffen die von alleine. Es gibt nur noch zwei Burgen, die da zum Brennen. Dann ziehen wir hier mal runter. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Es zieht Krieg auf. Hier vorne versuchen wir weiterhin für Ordnung zu sorgen. Wir haben viel Geld gerade verloren. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Nee, wir gehen noch nicht nach Cardiff weiter, weil wir noch nicht mal Warwick eingenommen haben. Achtung! Ein Daumen drücken! Fremdes Volk bereitet uns Probleme. Hat nicht geklappt. Unser Marschall konnte nicht für Ordnung sorgen, Majestät. Leider gescheitert. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Eine Rebellion ist da. Kaufleute hat sich verschlechtert. Eine Unfähigkeit. Der König hat es nicht geschafft. Plus 2 Königreichstabilität. Insgesamt Kronenautorität können wir nicht weiter steigern. Ist schon beim Maximum, dachte ich. Ist die runter? Ach, die ist beim Tod runtergegangen, ne? Beim Tod des Herrschers. Ist die, glaube ich, runtergegangen. Auf welchem Level ist die denn? Ist die, wo kann man sehen, auf welchem Level die ist? Die ist, glaube ich, auf Level 4 von 5, ne? Kronautorität minus plus 8. Ich glaube ja. Aber das ist mir zu teuer, hier nochmal zu investieren. Hier vorne ist eine Rebellion. Ja, mein Herr. Boah, wir sind hier viele Buttons Sollen nebeneinander. Die kann man ja gar nicht alle anklicken, ja. Oh, Nottingham? Moment mal. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Gott, wo sind die Rebellen denn? Ich will die gerne mal anklicken. Vorwärts! Mein Herr, kämpft mit Ehre. Wir ergeben uns nicht. Ach, der ist hier unten. Stand. Ja, mein Herr. Und er ist hier oben. Jetzt können wir angreifen. Und jetzt greifen wir an gegen Bauern und gegen einen Rebellenanführer. Unsere mächtige Armee sollte hier eindeutig siegen. Babajeto meint, die Ehe müsse erst vollzogen werden von den beiden kleinen Kinderlein da, bevor die Werte addiert werden. Kann sein, dass die Prinzessin erstmal kommt, dass die unterwegs ist aus der Heimat von Burgund und dass sie noch gar nicht in unserem Königshof angekommen ist. Das ist möglich, ja. So, schau mal hier oben. Die ziehen auf uns runter. Ich habe hier das Sagen. Los geht's. Scheint sicher zu sein.
Trebuchet bitte in die Mitte. Bogenschützen sind dahinter. Wir sind unterwegs. Das sind die beiden Bogenschützen hier. Bereit für den Kampf. Bogenschützen bereit. Katapult, ich sage immer Trebuchet dazu. Speere bereit machen. Mein Leben ist kostbar. Das ist unser Anführer. Achtung, Hinterhalt! Die rücken vor. Ein Kavallerietrupp ist dabei. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Bereit für den Kampf. Reitet hierher! Trab! Wir sind unterwegs. Da zieht der feindliche General, ist etwas schneller unterwegs. Und da versuchen wir mal unser Glück. Kavallerie zu euren Diensten! Trab! Mein Schutz muss gewährleistet sein. Wir versuchen mal unser Glück. Der ist ein bisschen vor. Das machen die eigentlich mittlerweile nicht mehr so oft, aber das machen wir jetzt noch nutzen hier. Bereit für den Kampf! Für einen Sturmangriff. Kavallerie zu euren Diensten! Sturmangriff 4 und den sagen wir bitte nicht feuern. Wo ist das Ziel? Feuer einstellen. Auch hier kann man irgendwo auf Feuer einstellen klicken. Galopp, Männer! Achtung! Bewegt euch schneller! Speere bereit machen! Ach, das ist Quatsch. Die kommen eh. Und jetzt los! Jetzt können wir die Bogenschützen da hinten reinschicken. Bogen nach oben. Trebuchet Feuer. Bitte auch. Katapult bitte auch. Speere bereit machen. Bewegung! Achtung! Marschieren! Speere bereit machen. Und jetzt los! Bereit für den Kampf! Legt an! Feuer! Man greift uns von der Seite an! Der versucht abzuhauen. Das sind ein paar zu viele. Ausrücken! Kavallerie, los! Der Feind zittert vor Angst. Reiter, beeilt euch! Speere bereit machen! Lauft so schnell ihr könnt! Ha! Die Schwächlinge sind geflohen! Eine günstigere Position einnehmen. Der Sieg gehört uns. Wir haben den feindlichen Anführer erlegt. Sehr schön. Ich würde auch vorpreschen, wenn mit Katapulten auf mich geschossen werden. Schreibt unser David. Der Adel sieht uns in besserem Licht, Majestät. Jetzt ist der Aufstand. Eine wurde besiegt. Hier niedergeschlagen. Jetzt könnten wir hier einen Statthalter ernennen, wenn wir noch einen haben. Wir haben ja nur maximal 9. Wir haben die 8 Ritter der Tafelrunde plus den Boss halt, den König. Und die sind alle schon woanders. Wir könnten einen hier hinschicken. Ich weiß nicht, ob das für mehr Stabilität sorgt, wenn man einen vor Ort hat. Das könnten wir woanders mal überprüfen. Ob in die Stabilitätsliste der einzelnen Faktoren mit reinfließt, ob man einen Statthalter hat. Rebellion beendet. 360 Flocken. Adel mag uns deshalb etwas mehr. Wir werden respektiert. So. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Prima. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen runter und belagern jetzt Warwick. Ja. Vorher ziehen wir aber einmal hier rein. Stocken unsere Vorräte auf. Haben 1125 Mann starke. Wir können nicht einen Bürgerpunkt abziehen. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben kaum Verluste erlitten. Wir können direkt hier angreifen. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Das ist fast fertig hier.
Nee, oh, die Belagerung läuft lange. Da ziehen wir ab. Stattdessen ziehen wir mit dem Trupp hier raus. Lagern einmal hier. Das stoppen wir. Das dauert mir viel zu lange, die Belagerung der Burg. Wir kämpfen wann anders weiter. Dann nehmen wir die stärkere der beiden Armeen. Respektiert meine Autorität. Ach, das waren zwei schwächere. Wo ist denn die starke Armee noch? Vorwärts! Ah, der ist hier vorne. Der hilft dann gleich herbei. Ziehen wir den lieber rüber und holen uns die leichte Beute hier. Meine Truppen warten. Haben wir noch genug Vorräte? Ja. Ja, mein Herr. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Warwick wird belagert. Hier vorne ist die Plünderaktion. Haltet stand! Da kommt eine Armee. Achtung, da kommen zwei Armeen. Baron Guy von Cardiff hat sehr viele Kavallerie, stark verwundete Truppen. Dann eine zweite Armee hinter ihm. Die müssen wir in der Feldschlacht schlagen, beide. Kämpft mit Ehre! Der ist fast fertig hier, ne? Wohin zieht er? Ist das eine Armee oder sind das zwei? Die plündern in Holland oder in England? Die plündern in Holland. Die Engländer plündern hier. Die Siedlung gehört Holland und hier plündern die Engländer. Ein, zwei Trupps hier. Die trauen sich an uns nicht dran. Die lassen ihre eigenen Städte schutzlos zurück und plündern lieber in der benachbarten Unsere Provinz. Unsere Armeen haben eine Siedlung gebrandschatzt. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Oh. In York? Ja, da müssen wir einmal rauf. Milizen, Bauern, Speerkämpfer. Da müssen wir raufziehen. Das machen wir mit dem Trupp hier. Die Belagerung macht er noch alleine. Wie lautet euer Mit Befehl? Dem Trupp ziehen wir rauf und schlagen die nieder. Oder wir helfen hier bei der Belagerung und... Bis zum letzten Mann! Wie weit sind die hier vorne? Das Plündern dauert lange. Könnten die beiden Armeen auch raufziehen dafür und das Plündern hier abbrechen. Das ginge auch. Also die Belagerung hier ist mir eigentlich wichtiger. Aber der könnte hier oben in York auch neue Vorräte annehmen und dann wieder runterziehen. Ihre Mauern werden brechen. Hier sind wir leicht unterlegen. Das dauert länger. Ein Brief vom Papst ist eingetroffen, Majestät. Wir sollen einen Kreuzzug finanzieren. Immer an meine Brieftasche rangehen. 2400 Gold bitte für die Heiden. Das wird unseren Klerus entweder glücklicher stimmen oder unzufriedener, je nachdem, was wir ausgeben. Ich bin dafür, wir machen das. Weil das Geld ist da, dann dauert es allerdings länger mit der nächsten Tradition. Wir haben viel Geld verloren. Aber die 2-4, was meint ihr? Soll man Geld dafür ausgeben oder nicht? Schock fragt, warum wir so viele Rebellionen haben, weil wir viele Provinzen eingenommen haben, gerade frisch erobert von den Engländern. Die örtliche Bevölkerung will sich noch nicht unserer Herrschaft beugen. Das ist eine zentrale Spielmechanik. Soll man das Geld ausgeben? Kimi meint ja, Drachenleser ja. Kein Geld für den Papst, brüllt Mac. Ja, mein Colorado, was muss, das muss, meint unser Zeitgeist. Für die Stabilität, me not found. Die meisten meinen ja. Den Kleriker zum Eingliedern kann man nutzen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so unheimlich hoch, dass das geht. Deshalb mache ich das lieber mit Ordnung, weil wir haben einen mit der eisernen Faust hier. Es kommen die ganzen Neinsager. Die frommen Leute haben begeistert zuerst gepostet, WB unterstützt den Papst. Weil Weihnachten ist, soll ich den Kreuzzug unterstützen. Das heißt, ein Kreuzzug, ein organisierter Mordzug gegen die Heiden, Menschen anderen Glaubens, die zu unterstützen, ist im Sinne des friedlichen christlichen Weihnachtsfestes. Habe ich so richtig verstanden. Weil Jesus war ja auch für die Nächstenliebe und hätte es gewollt, dass wir die Heiden im Ausland umbringen und dahin gehen, ne? Ja. Bin völlig überzeugt. Lass mal unter uns. Der Klerus, das kann nur weiter als minus 10 geht nicht.
Die werden uns sowieso hassen, weil wir nachher irgendwann auch noch die Holländer angreifen. Also die kriegen wir sowieso nicht in den positiven Bereich. Und die Gesamtstimmung, die muss positiv sein. Allerdings gibt es auch negative Effekte. Ihr oben seht es. Negative Chance auf, also eine Chance auf Verbreitung von Ketzern. Da verlieren wir viel Geld durch die Kaufleute. Wir machen es mal. Wir unterstützen es mal. Klerus rühmt unsere jüngsten Taten. Also bin ich plus 1. Für gerade mal plus 1. 2400 Ocken ausgegeben. England ist sauer, weil wir so erfolgreich sind. Schlacht gewonnen, kleinste Sachen hier eingesammelt. Okay. Na, ich bin mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob das so klug war hier. Haben ein Söldnerlager entdeckt. Wo denn? Hier ist ein Söldnerlager. Ach, da oben. Ja, mein Herr. Nottingham, im Sherwood Forest, ein Söldnerlager. Ich wette, das ist Robin Hood. Der hat doch so viele Bogenschützen. Stattdessen gibt es ja nur Lehensritter. Leichte, ja, können wir Truppen billig ausheben. Wegwerftruppen unter uns. Kanonenfutter für die Front. Und ein paar bessere auch. Kostet zwar viel, so kommen wir ja niemals an die Tradition. Wir geben zu viel Geld aus. Meine Truppen warten. Wir ergeben uns nicht. Haltet stand! Ich bin bereit. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Das höre ich gerne. Kaufleute lieben uns. Wir bauen im Augenblick nichts, wir erobern nur. Wir könnten alternativ auch mit dem Trupp hier die Belagerung schneller durchziehen. Wir bringen Gerechtigkeit. Und stattdessen mit den beiden hier raufziehen und hier diese Kleinstbelagerung von irgendwas abnehmen hier. Aufbrechen, ne? Das bringt hier, bringt fast nichts hier. Wir brechen das hier mal ab. Was ist euer Wunsch? Mit denen ziehen wir rauf. Ja, mein Herr. Und greifen die Damen und Herren hier oben an. Es zieht Krieg auf. Mit dem hier stattdessen die Belagerung. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Ah, die plündern hier oben. Die Belagerung läuft schneller. Die ziehen alle Ruhr oben lang. Hier unten hier wird gekämpft zwischen Holland und England. Da plündern die, ja, die plündern hier vorne, aber die kommen jetzt dazwischen. Jetzt gibt es wieder eine Feldschlacht, Leute. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Der König selbst kümmert sich um die Rebellion, genau, Krim. So sieht's aus. Was die ganzen Zeichen bei Cardiff bedeuten, muss ich mir gleich nochmal angucken. Diese Marionetten des Feindes sind zu jeder Gräueltat bereit, ja, nur um uns wegzujagen. Genau, es sind Bestien, Unmenschen. Deshalb dürfen wir sie totschlagen. Entschuldigung, Mittelalter. Gilt bis heute. Entmenschlichung des Feindes ist immer der erste Schritt dahin, ihm das Leben nehmen zu dürfen. Ein Wort von euch genügt und unser Marschall zerschmettert diesen brandschatzenden Abschaum. Erdbeermarmelade! Ja. Hieß doch gerade, ein Wort von euch reicht und die Vereine werden zerschmettert. War das erste Wort, was mir gerade einfiel. Unser Schlachtruf für heute. Erdbeermarmelade. Auf geht's. Die marschieren freundlicherweise auf uns zu. Ein Speerkämpfertruppen leichter. Und eine Kavallerie. Ja, wir haben aber etwas schwächere Truppen als sonst. Wie machen wir das? Wir haben drei Kavallerien. Ein General packen wir auf diese Seite hin. Achtung, Hinterhalt!
Ich habe hier das Sagen. Einen packen wir. Gibt es neue Befehle? Ich habe hier das Sagen. Hier hin. Nicht zu nah an den Feind heran. Den erstmal in die Mitte hin. Unterwegs. Bogenschützen stehen soweit eigentlich ganz okay. Was? Ja? Was sind das für ein Trupp hier? Eine Miliz an unserer Seite. Wie kommt die denn? Wieso kämpft die bei uns mit? Ich kann mich an nichts erinnern. Hab ich die rekrutiert? Müssen wir ausrücken. Etwas dünner die Truppen aufstellen. Wir sind unterwegs. Speere bereit machen. Bereit für den Kampf. Bewegung. Mein Leben ist kostbar. Bereit für den Kampf. Gibt es neue Befehle? Beine in die Hand. Ich habe hier lokale Truppen. Ihr Befehl. Leichte Speerkämpfer und die Milizen, da kommen die. Wo ist der eine General? Der ist hier vorne. Mein Schutz muss der andere ist auf der linken Seite. Dann ziehen wir den bitte nach hier rechts hin. Los geht's. Scheint sicher zu sein. Nicht zu nah an den Feind heran. Oh, das ist gut. Das gibt gleich. Das sind die schweren Speerkämpfer. Marschieren. Wir reiten los, Männer. Wir sind unterwegs. Kavallerie, los! Wappnet euch! Ich habe hier das Sagen. Ja. Speerkämpfer hier rein. Bogenschützen ist schon Quatsch. Und ihn bitte Kampf. Von der Seite. Nee, das ist leichte Kavallerie, um Gottes Willen. Verheilung! Die Bogenschützen sollen bitte nicht weiter feuern. Oh Gott, jetzt muss ich die alle einmal markieren. Wir reiten los, Männer. Bereit für den Kampf. Gibt es neue Befehle? Ja. Bitte nicht schießen. Bereit für den Kampf. Bewegt eure Rüstungen. Marschieren. Wie ihr befehlt. Bewegung. Bereit für den Kampf. Wir sind unterwegs. So, jetzt versuchen die ja abzuhauen. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Die holen wir uns. Lauft, lauft, lauft! Die bleiben jetzt aber doch hier stehen. Ausrücken! Speerkämpfer bereit! Anhalten! Bereit für den Kampf! Sofort anhalten! Bogenschützen geben den Befehl, dass sie wieder feuern dürfen. Na, wo ist es denn? Wo ist das Ziel? Bogenschützen bereit! Ich dachte, ich hätte die markiert. Wo ist das Ziel? Bereit für den Kampf! Jetzt sind sie markiert, jetzt dürfen sie auch wieder feuern. Feuert auf die Feinde! Bereit für den Kampf! Mein Leben ist kostbar! Vorsicht! Sie greifen über die Flanke an! Die Moral unseres Feindes schwindet. Die Feiglinge fliehen! Mein Schutz muss gewährleistet sein. Sie laufen weg. Ha! Die Schwächlinge sind geflohen. Von dort können wir die Schlacht überblicken. Und da ist ein Speerkämpfertrupp, da musst du ein bisschen aufpassen. Bereit für den Kampf. Und jetzt los. Ausrücken. Wir reiten los, Männer. Unsere feigen Gegner hat geklappt. Haben sich vom Schlachtfeld zurückgezogen. Ach, die kommen von der Ortschaft, die geplündert worden ist. Guter Hinweis, ja. Also diese einfachen Truppen, die beiden da. Wir waren siegreich, Majestät. Sehr schön. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Zauberhaft. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. 777 Zuschauer, schon wieder im Chat. Ganz schnell, Tassen hoch. Wenn ihr WB-Tasse habt, einmal hoch. Chatmods, wie das seid ihr? Bitte einmal Schnaps ausschenken. Schnapszahl. 777 Zuschauer gerade und Zuschauerinnen. Bitte ganz schnell. Solange die Zahl da ist, wenn eine WB-Tasse hat, ist ein Emote für Abonnenten. Bitte einmal voll machen, einmal ausschenken. Aus, es ist wieder weniger. Aus, das war's. Aus. Hier vorne rein. Was ist euer Wunsch? Das haben wir niedergeschlagen, zauberhaft. Adel liebt uns heiß und innig. Rebellen wurden besiegt. Dorf. Rheinland Ocken für uns. Und die beiden rücken wir jetzt wieder runter. Wir könnten auch mal schauen, ob wir die wieder verbessern. Ja, mein Vorräte Herr. Aufnehmen. Und das könnten wir hier vorne vor Ort machen. Meine Truppen warten.
Da machen wir das. Genau. Hier vorne läuft die Belagerung ganz zentral. Wir sammeln weiterhin Geld für die Tradition und gucken mal.